Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard beim letzten bzw. vorletzten Part des Spiels. Heute will ich drei Sachen machen. Ich hoffe, ich schaffe alles in der Zeit. Das letzte Mal haben wir uns ja toll hergerichtet, ja, Fashions Vikings, kann man sagen, ja. Denn wir haben uns die Balheim-Rüstung angezogen, ja, mit Rüstung, mit Kopfbedeckung und auch das Schild dazu. Und Mjölnirs Hammer, also Mjölnir, den Hammer Thors, haben wir uns behalten. Und wir haben ordentlich jetzt Rüstungswert und ordentlichen Schadensoutput. Also was will uns noch passieren? Okay, was will ich in diesem Part noch machen? Zum einen fällt uns noch in diese Rüstungsset-Teile und so weiter noch die letzten restlichen Runen einsetzen, was wir noch irgendwie machen können. Das war Nummer 1. Dann zum zweiten will ich die letzte göttliche Herausforderung machen. Dann haben wir auch alles komplett. Aufgelevelt haben wir eigentlich alles im Spiel. Wir haben alle Hütten auf 5, Level 5. Wir haben alle Charaktere mehr oder weniger auf Level 5. Sprich Rüstungsschmied, Waffenschmied, Runenschmied und die Helga auch. Und herüben haben wir den Altar auf Stufe 3, auf Maximum der Gaben. Und unten bei den Schiffchen haben wir auch auf Maximum abgegradet. Okay, jo, gut, dann fangen wir gleich. Ja, und zum dritten dann noch, wenn es sich noch ausgeht, möchte ich mal mit euch in der Ruhmeshalle noch einmal alles anschauen, was wir an Trophäen so bekommen haben. Und denn da gibt es auch einiges. Denn ich weiß nicht, wenn wirklich der Boss dann war, ob man da überhaupt noch mal zurückkommt. Darum lieber schauen wir gleich als ja. Lieber haben wir als hätten wir. Vielleicht kommen wir dann eh wieder noch einmal zurück, dann anschließend ins Hub, dann ist auch egal. Okay, gut, lieber Fracki. Runen des Weltenbaumes erklingen in Furcht. Genau. Hütet euch, hütet euch. So, zeige nutzbare. Also ja, okay, zwei eigentlich. In das Priven können wir nichts einsetzen. Und okay, Blödsinn, das sind nur die Schilde. Da können wir eh dreimal machen, das fangen wir gleich da mal an. Ist eigentlich eh egal. Ich könnte da oben Mjölnir eh nicht machen, weil das haben wir eh schon. Und hier können wir auch zwei einsetzen. Das heißt, wir können fünf Runen können wir vergeben. Das ist auch mal ordentlich. Das ist ordentlich. Okay, dann, wie gesagt, Mjölnir haben wir schon. Dann schauen wir mal, fangen wir hier an. Bei dem Schwert, was wir eh tragen. Oh, schaut euch an, was wir bei Stufe 5, bei den Stufe 5 Runen alles haben. Also da können wir jetzt schon ein bisschen was machen. Wir haben einmal natürlich hier Blutbonus, das werden wir auf jeden Fall einsetzen, obwohl wir jetzt beim letzten Kampf das nicht mehr so brauchen. Aber das läuft uns ja dann nicht davon, sondern das behalten wir uns ja. Und da werden wir das gleich einmal als erstes nehmen. Chuck. Genau, ist erledigt. Gold soll man genug haben, dass sich das auch ausgeht, dass wir alles verrunen können. Verrunen. Das verstehe ich immer noch nicht mit dem Runenrang, warum das immer 0 ist, keine Ahnung. Okay, dann geht es weiter schon. Als nächstes, was setzen wir uns dann ein? Hier zählt uns Bewegungsgeschwindigkeit, ganz gut. Ganz gut, Bewegungsgeschwindigkeit ist wichtig für Ausweichmanöver und so. Was haben wir da noch? Gut, ist eigentlich wurscht, wir können sowieso immer nur pro Kategorie eines nehmen. Dann nehmen wir das. Und dann noch zum dritten setzen wir uns noch hier ein. Maximale Gesundheit kann ja nicht schaden, weil es der Schildeffekt ist. Coole Sache. Okay, dann haben wir das einmal. Und bei der Waffe, wie gesagt, Mjölnir haben wir's. Und hier können wir auch noch zwei vergeben. Dann nehmen wir natürlich auch wieder, beziehungsweise ich muss mal schauen, was, weil bei der Waffe ist ja wieder anderer Effekt. Da haben wir hier mal zum einen kritische Trefferquote. Es ist dann eh immer gleich. Ja, also es ist entweder kritische Trefferquote, Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, ganz wichtig. Das ist nämlich von der Angriffsgeschwindigkeit der Waffe. Also ich bin dämlich, wir sind ja bei der Rüstung, nicht bei der Waffe. Wir sind ja weiter bei der Rüstung, sorry. Entschuldigung. Wir müssen ja hier schauen. Blutbonus. Könnte man noch einmal auf 4 auch mit 13, aber ich weiß nicht, ja. Gut, ja, zum Leveln, aber ist das jetzt, glaube ich, nicht mehr so notwendig zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Jedenfalls Blutbonus, Zorndauer, Bewegungsgeschwindigkeit, maximale Gesundheit. Ich werde auf jeden Fall wieder auf Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Hier hätten wir aber alles. Ja, Zorndauer nicht. Soll ich noch einmal den Blutbonus nehmen? Ich hau ja auch nochmal den Blutbonus rein.
einmal, weil es wurscht ist. Allerdings ein Level 4 und hier gehen wir dann noch einmal Bewegungsgeschwindigkeit rein. Gabenabklingzeit wäre auch, ja, aber auch, wäre fast, aber da haben wir ja gar nichts. Hier, minus 10% könnte man machen. Entweder Gabenabklingzeit minus 10 oder Bewegungsgeschwindigkeit. Ich gebe die Gabenabklingzeit rein, minus 10% noch einmal. Passt. Ja, machen wir. Okay, jetzt haben wir alle Runen in unsere Rüstungsteile, Schildteile und Waffenteile eingesetzt. Das heißt, wir sind bereit. Zum einen, allerdings ja, haben wir ja gesagt, das war Nummer 1. Jetzt fehlt uns bei den Prüfungen der Götter noch eine einzige. Wir haben die Prüfung der Skatik durch komplett. Wir haben alle fünf Wellen gemacht. Auch hier alle fünf Wellen in der zweiten Prüfung des Odin. Auch hier alle fünf Wellen in der Prüfung des Thor. Auch hier das letzte Mal die Prüfung des Tyr. Alle fünf Wellen. Und jetzt fehlt uns nur noch die Prüfung des Loki. Das ging erst ab Stufe 26, haben wir mittlerweile auch schon. Ob wir es schaffen, kann ich jetzt nicht garantieren. Jedenfalls ist es für mich gleich einmal eine gute Lernphase dann eben schon für den Boss dann. Und wir starten rein. Schauen wir uns das an. Aufwärmphase. Ist die Vorgruppe, sage ich mal dann. Es wird immer spannender und spannender. So, Kontrollpunkt erreicht. So, es gibt wieder 5 Wellen wie immer. Jetzt mal 12. Schau mal. Also schnell bin ich mal. Das definitiv. Mal schauen, wie schwer das dann wird. Und vor allem, wer der Boss ist und wie viel Leben der dann hat. Das ist dann das Nächste natürlich. Aber ich will mich da jetzt nicht eine Stunde aufhalten, soll es nichts werden. Sicher wäre es cool, aber wie gesagt, wir werden sehen. Das sind jetzt die ganzen Gegner, die wir dann eigentlich mehr schon im Endgame-Bereich gehabt haben, die uns da entgegengekommen sind. So, erste Welle haben wir bald einmal erledigt, glaube ich, geschafft. Wäre schön. Ich hoffe es. Oh, oh, na seht ihr, wenn sie einem treffen, dann ordentlich, machen sie ordentlich Schaden. Allerdings sehe ich, ich habe sogar hier einen Heilungsaltar, das ist gut. Okay, puh, war die erste schon mal ordentlich. Was kommt da noch? Aber solange ich mich heilen kann, ist es gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nichts wird. Aber wie schnell die da sind, ne? Also man hat nicht wirklich viel Zeit. Ich muss wirklich mein ganzes Können hier ausspielen. Meine ganze spielerische Intelligenz aus vielen Jahrzehnten. Und ich hoffe, das bringt auch was. Ich bezweifle es, aber... So. Ah ja, stark bin ich schon. Stark bin ich schon. So ehrlich muss ich sein. Ah, das wollte ich jetzt so gar nicht machen. Das wollte ich jetzt gar nicht machen noch. Eigentlich könnte ich ja mal... Ich könnte ja mal hier... Wow, Wahnsinn, ne? Boah. Ich muss nur mal schauen, bevor ich einen neuen Auflader machen muss... Will ich mich wieder heilen, das zumindest. Aber jetzt bin ich ziemlich voll und habe noch alle drei Ladungen. Das ist wichtig. So, jetzt 35 schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Walter. Ah, da sind wieder so Wenn-Weit-Tiers auch dabei. Wie heißen die? Weit-Tier, Wenn-Weit-Tier. Hellweit. Hellweit. So, noch geht's, aber noch geht's. Bald kann der Teufel los sein. Will ich beinahe fast schon sagen. Oh, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Ich tue mich lieber. Das ist ja gut, solange das geht. Solange man das machen kann mit dem Aufladen. Weil so lange verbrauche ich keine normale Ladung.
Ist ja schon die vierte? Ja, ist schon die dritte noch, okay. So, ja, ich dachte schon, ich bin schon in der vierten Welle. Weil ganz am Schluss kommt dann die perfekte Welle. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Boah, Wahnsinn, sogar die Hellweite haben jetzt schon Leben, das ist gigantisch, ne? Oh, oh. Oh, cool, super, zwei Feuerriesen auch noch. Oh mein Gott, Walter. Ah, nur nicht zu lange bei ihnen bleiben, weil das ist tödlich. Das ist tödlich. Aber der Altar ist schon wieder aufgeladen. Ich glaube, das wird schon wieder gehen. Ja, ja, die sind nur... Die schauen stärker aus, als sie wirklich sind. Die wollen mich nur mit ihrer Größe beeindrucken. Schaffen es aber nicht. Ja, naja, übertreib es nicht schon wieder. Mit deiner eingebildeten Ignoranz, das ist unvorstellbar. So. Ich könnte mich, aber ich brauche noch nicht. Eigentlich könnte ich Zorn auch schon wieder verwenden, aber... Ich muss ja nicht. Ich muss ja nicht nichts beweisen, ne? Ich kann auf Abstand kämpfen. Ich muss ja nicht. Ich muss ja nicht. Genau. Es geht so auch. Es geht so auch. So. Oh Gott. Nur nicht mitten da rein in die Molte, weil das ist nix. Nur nicht mitten rein in die Molte. Am Anfang ist sie immer am schwersten, umso mehr sind, ne? Ein kleines Vieh macht auch Mist, sagt man, ne? Ah, ist das eine Elite, okay. Okay, alles klar, darum. Ah, okay, das ist der Boss von der dritten Welle. Sehen wir ja da. Ja, es sollte doch trotzdem machbar sein. Aber dann am Schluss, ich bin gespannt, wer da dann ist. Da ist doch sicher irgend so ein Mega wieder. Ein Elite-Hackbui, ne? Oder sowas. So. Gleich habe ich dich, mein Freund. So, gute Nacht. Schlaf gut. So, und wir laden wieder auf. So, letzte Welle, oder? Also ist das die vierte? Ah ja, ah, sie überlebt die vierte. Ah, das war. Okay, egal. Doch erst die vierte. Au. Das war doch erst die dritte vorher, alles klar. Boah. Ah, die sind. Ah, die. Ah, lalalala. Man, ich kann wie gesagt feiges Schwein der Lauch spielen, ne? Ja, kann ja mal die Sau rauslassen kurz. Ein bisschen was habe ich schon auch drauf, ne? Ein bisschen was habe ich schon auch drauf. Also wenn man dann diese Fähigkeiten dann auch noch macht in der Zeit, wo ich Zorn habe, habt ihr gerade gesehen, was da los ist. Ja, dann gnade dir Gott. So. Ah, das war gut. So, boah. Der Tod erwartet dich. Brauche ich dabei noch gar nicht. Die Aufladung, aber die ist so gut, die ist so wichtig, dass man die nebenbei auch noch machen kann. Weil wenn man rein nur die drei Ladungen hätte, das wäre dann fast aber noch. Ich brauche schon noch am Ende. Ich meine, bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht, aber das kann dann schnell gehen. Aber wenn man sie daneben dann immer mit dem Altar aufhängen kann, mit dem Blutaltar, das ist schon viel wert. So, wir haben 14 Minuten, das geht noch. Vielleicht schaffen wir es wirklich, das wäre schön, mal wäre das schön. Und dann können wir uns noch in Ruhe die Ruhmeshalle anschauen. Und dann im nächsten Part dann das grande Finale. Au. Oh. So, ich habe Gott sei Dank nicht viel verloren. Ja, das war so wichtig mit der Gabenabklingzeit, dass ich die noch ein bisschen aufgelevelt habe. Denn das ist so viel wert. So. Und lieber immer wegrollen, ein bisschen wieder auf Abstand gehen. Sicher, sicher. Ich muss nichts beweisen. Da wieder einer.
Jawohl, und jetzt von hinten kaum tot. So, 18, noch 6. Ah. Sind 4 so 6er. 6er Wellen in der Welle. Ja, aber da wird einem wirklich alles abverlangt hier. In dieser letzten Herausforderung der Götter. Ich hätte Zorn, aber ich heb man auf. Ich heb man auf. Obwohl, das ist der letzte. Das ist der letzte von dieser Welle. Es ist nur einer da. Es ist der. Oh, dann kann ich es machen. Dann kann ich es machen. Ich metzle ihn nieder. Ich metzle ihn einfach nieder. Na, schlag nochmal, komm. Jawohl. So, da. Wow. Okay, die letzte Welle, aber jetzt wird's gleich. Jetzt wird's gleich. So, ich mag's gleich. Oh Gott. Oh mein Gott, so die letzte Welle. 24. Oh Gott. Das wird was werden. Wer kommt am Schluss dann? Wer wird am Schluss wohl kommen? Ja, mal, wenn du so stehen bleibst, sag ich nicht nein. Dann dreh dich nochmal um. Genau, das wollte ich, weil da habe ich immer ein bisschen Zeit dann. Da hat man dann immer ein bisschen Zeit. Schön langsam lerne ich euch. Ihr Freaks. So, boah. Jo. Die haben zum Glück, muss ich sagen, nicht so viel Magie hier, dass sie auf Entfernung so Magieschaden also machen. Das ist immer gefährlich. Die können eigentlich mehr treten und so. Aber das war's dann auch schon. Also puren psychischen Schaden, ja. Den machen sie mir auch, ja. Den machen sie mir sehr wohl. Ja, das war's schon wieder mal. Okay. So, und immer wieder auf Abstand gehen. Ich könnte wieder Zorn machen. Allerdings, ich warte noch. So, immer aufpassen. Auf diese Typ muss ich auch warten. Weil der mit dem Gift, das ist immer hässlichst. Ah ja, das ist jetzt einer von diesen Riesen da. Wo ich da das Artefakt bekommen habe, oder? In der letzten Mission. So, ich bin sogar voll. Also momentan schaut es schon noch gut aus. Aber viel kann es dann gar nicht mehr sein. Ah. Ich glaube fast, dass dann zwei gleichzeitig kommen von denen. Ich habe da so ein Gefühl, dass da zwei gleichzeitig kommen. Aber wie gesagt, die können nicht viel. Man muss immer noch hinter sie kommen. Dann geht das. Okay, noch zwei. Welche zwei kommen? Okay, die zwei. Gut, dann. Jo, okay, wir machen gleich einmal hier. Wir machen gleich mal hier. Okay, Video und. Das ist eigentlich der Bosskampf von eben noch einmal, oder? Der Bosskampf von eben noch einmal. Jo. Ist machbar. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ja, ich habe noch alle Ladungen. Also ich glaube, sollte theoretisch gehen. Sollte funktionieren. Die haben halt schon ordentlich Leben, Wahnsinn, ne? Und die können dann auch ein bisschen Magie. Boah, Wahnsinn. Da geht nicht wirklich was viel weg. Aber ich kann mich eigentlich ständig wieder aufladen. Ich brauche ungefähr eine halbe Minute oder dreiviertel Minute, dann kann ich schon wieder verwenden. Und nebenbei hätte ich, wie gesagt, noch drei Ladungen auch noch. Ist ja das. Ja. Ein Viertel habe ich, oder? Ja, so fast ein Drittel, würde ich fast sagen. Habe ich herunten. So, wir haben 19 Minuten, das ist gut. Dann schauen wir uns da noch in Ruhe die Ruhmeshalle an. Also unser Vereinshaus. Unser Vereinshaus, würde ich ja fast schon sagen, ne? Aha. War mal gut, wenn einer stirbt.
Ah, schade um den. Aber kein Problem. Einer soll mal sterben. Das ist so super, der Thors Hammer. Das mit diesen Fernkampfangriffmöglichkeiten. Also ich muss wirklich nicht unbedingt zu ihm hin, dass ich ihn treffe. Das ist viel wert, das ist wirklich viel, viel wert. So, wir haben ihn gleich. Also wir haben sie gleich. Vidi ist bald tot. Vidi haben wir bald. Ja, 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 das glaubst du doch nur. So, gleich bist das. So, er ist mal tot. Und dich habe ich auch gleich. Jetzt hat der natürlich ein bisschen von seinem Leben abgezogen. Wie wir es auch schon kennen aus Ornstein und Smog. Nachdem einer starb, hatte der andere dann die ganze Energie aufgenommen. Und war dann noch einmal doppelt so stark, mehr oder weniger. Allerdings hilft ihm das auch nichts, den Wandil. Oder Wendil. So. Ich kann hier auch noch einmal kurz, dass ich wieder voll bin, obwohl es nicht einmal notwendig wäre. Und Zorn kann ich auch noch mal einsetzen. Werde ich jetzt auch machen. So. Metzel mal kurz nieder. Yes, Baby. Okay. Und wir haben wieder einen Gabenpunkt. Genau, und für diese Welle, also für diese fünfte Welle bekommen wir auch eine Fünferrune und einen Gabenpunkt auch wieder. Und eine, ja, relativ gute, einen relativ guten Gegenstand, den Gürtel des Durchschlags. Nein, wir wiederholen nicht, aber wir haben alle fünf Götterherausforderungen gemeistert. Und das war auch mein Ziel. Das war auch ein Ziel von mir, dass wir das auch schaffen. Genau. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt fehlt mir hier eigentlich nur mehr eines. Ein einziges, was ich machen will, bevor wir zum Boss gehen im nächsten Level. Im nächsten Part. Nämlich, wir schauen uns noch kurz ein paar Minuten. So, knappe 10 Minuten haben wir noch. Schauen wir uns da kurz unsere Ruhmeshalle an. Ich sag mal Ruhmeshalle. Und fangen wir da gleich einmal an, was wir da haben. Garms Halsband haben wir da bekommen. Das war von diesem Feuerhund, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Das war das Schoßhündchen von da, wie hat es geheißen? Ja, wenn ich meinen Namen merken könnt. Ihr wisst, wem ich meine, die hässliche. Die, was eigentlich die Erzfeindin war von unserem Endboss jetzt gleich dann, von Grimnir. Coole Sache, der Hund, aber er war gar nicht schwer. Wie wir dann, haben wir dann eh gewusst, dann, was wir machen müssen dann am Ende. Einfach nur diesen Feuer-Lava-Feldern da unten ausweichen und dann ja, einfach draufschlagen. So ist da auch was gewesen. Der Kopf des eisernen Wächters. Ah, das war das der Wächter, der, als dem wir selber gespielt haben, glaube ich mal, in einem Bad. So, ich schaue nur, dass wir nichts vergessen. Weil das ist oft der kleine, ja, Grindans Kopf. Ja, wer sich noch erinnern kann, Grindan war der Bruder, genau, war der Bruder von Helga. Genau, war der Bruder von Helga und Sohn von unserem Runenschmied und ja, auch die, ja, wie hat sie geheißen? Ich glaube, mir fällt der Name ein, aber ich glaube, da vorne ist sie, dann können wir gleich schauen. Das Schwein hier hat keine Bedeutung, die Spannferkel da oben. Okay, gut, haben wir da, wie geht's weiter? Ich bewege mich eh ganz langsam da oben. Ah, ups, ah, da haben wir schon, war das, Moment. Kopf des maskierten Jötun, den haben wir ja ein paar Mal im Spiel gesehen, als normaler Gegner eigentlich auch. Also ein Jötun, ein verstärkter, stärkerer Jötun. Waren das die Jötun? Ah, das waren die Jötun, wo sogar ein Gegner oben auf ihm geritten ist, oder? Waren das die? Ich glaube. Das waren die. Da haben wir auch eine Trophäe bekommen. Aber ich sage, die 100.000, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ist das eine Lebensanzeige, eine Lebensleiste, oder? Ja, was weiß ich. Aber da war dann jetzt noch irgendwas? Da habe ich ja noch irgendwas jetzt gerade gesehen.
Schild des Meister Paladins, ja, der war auch ein Gegner. Aber eher einer von den Anfangsparts, war das einmal ein Endboss, glaube ich. Der Meister Paladin. Ich habe da gerade, war das? Hallo? Da war jetzt gerade irgendwas von Simul. Ah, da, Simuls Thron. Schädel von Simuls Thron. Okay. Simul, ja, Simul war ja. Simul war ja, war nicht sie, Simul? Wir kommen schon alles durcheinander jetzt. Simuls Thron. Egal, ich muss jetzt nicht alles wissen. Kann ich auch nicht, kann ich auch nicht. Jo, das haben wir. Will nichts auslassen hier. Dann das Swanung-Banner, das war, glaube ich, das allererste, was wir bekommen haben. Das war im Dorf Swanung, das war, glaube ich, die zweite Hauptmission nach dieser nach diesem Eislevel, wo man den einen Jötun, da glaube ich, das war der allererste Endboss und im Swanung-Lager, glaube ich, das war, da haben wir diesen Banner bekommen. Das war, glaube ich, die zweite Mission. Daneben haben wir einen imperialen Anker, okay, das ist auch neu, den habe ich auch noch nicht gesehen. Allerdings den Imperialen. Der war vielleicht, steht der vielleicht für den Endkampf, wie ich die Schiffe in Brand gesetzt habe. Das kann sein. Ich glaube, der steht dafür. Haufen imperialer Helme. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Skali. Bah. Skalis Kopf, könnt ihr euch noch erinnern? Auf die Großtutlerte, pfui der Teufel. Was war die? Also so ein hässliches Weibchen. aber die Tuteln waren, die waren ordentlich. Die waren wirklich, also das war, also bei Bossen habe ich schon lange keine Frau mehr gesehen, also weibliches Monster, weiblich gesehen mit so Trimmer. Ja, okay, gut. Jedenfalls war das die Scully, Agent Scully, ja. Also die, ja. Kollegin von Mulder. Ja, genau. War irgendwann einmal bei Akte X dabei. Bis noch jünger war und hübscher. Okay. Gut. Dann, jo, das war das. Dann haben wir da daneben Schwert der Waldhüter. Das war jetzt schon ziemlich am Schluss, oder? Der Waldhüter, ein Boss. Den haben wir erst jetzt bekämpft. Irgendwann in den letzten Part, ne? Irgendwann, letzten Parts. Das ist noch gar nicht so lange her. Haben wir den Waldhüter bekämpft. So, was haben wir da noch? Jokulkopf. Das war, glaube ich, der allererste Boss der Jokul in der Eiswelt. Das war auch in dieser Welt, wo wir das erste Mal die fünf Hebel gesehen haben, wo dann daneben dann auf einmal die Brücke darüber gegangen ist zu dieser Kiste, wo wir unser erstes Artefaktteil bekommen haben, glaube ich. Wenn sich noch irgendwer erinnern kann, ganz am Anfang. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Part. Ja, zweite, glaube ich, der erste war, haben wir den Charakter erstellt. Ja. Sigurd Schwert, ja, auch ein schwerer Boss, Sigurd, wenn ihr euch noch gut erinnern könnt. Der Sigurd, genau. Der Frostriesenschädel. Ja, haben wir, war das, ja, auch ein Endboss? Es waren so viele Kämpfe, es war, also Bosse, vor allem, dass ich mir da gar nicht alles gemerkt habe. Die Bischofsmütze, ja, steht die jetzt für alle drei Bischöfe, weil sie habt ja am Anfang haben wir gegen den Bischof des Wassers gekämpft, dann den Bischof der Erde und zu guter Letzt war ja dann der Bischof der Lüfte, also der, oder? Da hat es ja drei gegeben, ne? Und der Obermacker, Obermachercheck, das war ja der Bischof der Lüfte, oder? Okay, egal, ist ja wurscht. Bischofsmütze jedenfalls. Die steht sicher für das. So haben wir dann da, glaube ich, eh alles. Da habe ich da gerade gelesen? Ballistenpfeil, Ballistapfeil. Jo, da haben wir ja einige Ballisten zerstört. Vielleicht haben wir da was dafür bekommen. Jedenfalls der Ballistapfeil. Ja. So, da ist schon wieder was gestanden. Also was wird alles gefunden? Rüstung der Bellatrix. Oh, die hätte ich gerne zum Anziehen gehabt. Okay, da steht sie. Bellatrix Rüstung, okay. Bellatrix Lestrange Rüstung aus Harry Potter, cool. Nein, was natürlich nicht, aber ja, da steht sie, die Rüstung. Schaut schon cool aus auch. Okay, dann haben wir da, ja, das war das.
Ist da noch was? Ein Ritterschild, das Ritterschild, ja. Das kann von... Moment, jetzt muss ich mal schauen. Ist das eh das gewesen, was wir schon gesehen haben? Ja, es war der Kopf der maskierten, des maskierten Nötern, ja, alles klar. Okay, dann haben wir hier ein Ritterschild. Ja, weiß ich jetzt nicht, von wem das war. Dann haben wir hier den Bischofsstab. War der vom Bischof der Lüfte oder der Winde oder wie wird der geheißen, der dritte? Aber der war blau, oder? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, aber ich glaube, das war der. So, das ist der Spanferkel, das Schwein, das hat keine Bedeutung, habe ich schon mal gesagt. Und dann, das haben wir schon, ja, ich glaube, dann haben wir eh hübsch alles. Kann sein, dass dann vielleicht wegen einem Endkampf noch eines dazukommt, aber das ist dann auch schon wurscht. Das kann dann maximal nur mehr vom Boss dann das sein, vom Endboss. Okay, ich glaube, dann haben wir es durch, ja. Okay, haben wir das auch noch angeschaut, die Ruhmeshalle, unser Vereinshaus, ja. Und morgen dann Kegelabend. Okay, gut, dann haben wir das einmal. Jo, dann wär's das schon wieder für diesen Part. Und dann im nächsten, dann im letzten, wirklich im letzten, dann, jo. Dann werden wir Grimnir legen, ne? Werden wir machen, oder? Na klar, werden wir es machen. Gut. In diesem Sinne, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Und einmal geht's noch leicht, gell? Miteinander schaffen wir das. Dann herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Zum letzten Mal.